da sind wir wieder. So, ja, 13 Uhr. Wir sind wieder am Heise-Stand mit der Heise-Show XXL. Diesmal geht es um Selbermachen. Man ahnt es schon ein bisschen, wenn man sich hier umguckt. Und unser Meister-Selbermacher, den wir hier haben, das ist der Carsten Meyer. Der hat ganz viel schon für CT gebastelt, CT-Lab gemacht und so. Und dann ist er ins Abtrünnig geworden und zum Make-up gewandert. Ja, fast der dienstälteste nicht leitende Redakteur bei Heise. Der Dienst, das ist zu kompliziert für mich. Egal, aber dafür bastelst du umso besser. Ich bastel, ja. Und ich bin jetzt wieder da, womit ich mal angefangen habe, bei CT damals noch. Da hat man ja noch Computer selber gebaut, also richtig zusammen gelötet. Nicht irgendwas reingesteckt, sondern Computer selber zusammen gelötet. Und zu der Zeit habe ich bei Heise angefangen, 1988. Und irgendwie hat sich der Kreis geschlossen. Jetzt bin ich wieder da, wo wieder gelötet wird und wieder gebastelt wird. Das ist doch schön. Ja, es macht offenbar kommt ja auch was Schönes dabei raus. Ja. Also zumindest, wenn man sich das anguckt. Das Ding, was du mitgebracht hast, nennt sich Maxiposi. Ja, das ist nicht meine Erfindung. Also der Name ist nicht, das Gerät ist meine Erfindung, aber der Name ist nicht meine Erfindung. Ich wusste gar nicht, dass es einen Maxiposi gibt. Das ist ein Kindersitz fürs Auto. Und der Daniel sagte, das wäre doch ein toller Name, Maxiposi. Und alle lachten sich kaputt und das wäre ein toller Name und ich wusste nicht, was das ist. Echt nicht? Ja, meine Kinder sind längst erwachsen, also zu meiner Zeit gab es das sowas nicht. Und Maxiposi heißt das Ding jetzt, weil Make steckt da drin, Make und XY-Positionierer, wobei das ein bisschen untertrieben ist, weil es kann sehr viel mehr als nur in XY-Richtung positionieren. Es ist im Prinzip ein Portalroboter, den man zum Fräsen, Bohren, Plotten, Schneiden, Lasern, Bestücken von Platinen nehmen kann und zum Fräsen von Frontplatten oder Modellbauteilen. Also ein universelles Gerät, was je nach Bestückung des Z-Kopfes, also dieser Z-Achse, verschiedene Aufgaben erfüllen kann. Und der Trick daran ist, wir wollten insgesamt mit dem Gesamtpreis deutlich unter 500 Euro bleiben, inklusive Steuerung, inklusive Schrittmotoren. Und das ist uns so halbwegs gelungen. Es sind ein paar Teile aus der Industrie dabei. Beispielsweise diese wunderbaren Gleitlager von der Firma Igus. Darf man hier mal ruhig sagen, die sind wirklich toll. Die arbeiten mit Kunststoff statt mit Rollen und sind deshalb unempfindlich gegen Feuchtigkeit, gegen Stäube. Wenn man Platinen oder Frontplatten bohrt, fallen ja oft so Stäube an. Also denen macht das überhaupt nichts aus. Und die gleiten sehr schön und sind deutlich preiswerter als die billigen chinesischen Stahlführungen, die man so kriegt. Du hast jetzt gesagt, halbwegs habt ihr die 500 Euro geschafft. Ja. Was heißt denn halbwegs 500 Euro? Sind dann 750? Oder? Ja, nein. Wo ist das dann? Es kommt so ein bisschen drauf an, wo man die Teile kauft. Wenn man die bei Konrad kauft, dann wird es teurer. Okay. Wenn man sie verstehe. Wenn man sie bei eBay irgendwo oder bei Amazon kostet ein Schrittmotor 12 Euro und nicht 46, dann kommt man damit hin. Okay, das heißt, wenn man geschickt einkauft, dann wenn man schafft geschickt man zu 500 einkauft, Euro sich so ein wird man vielleicht sogar mit 400 auskommen. Universalbenutzer sozusagen. Kommt auch ein bisschen drauf an, was man schon hat. Wir haben hier Teile verwendet von einem alten 3D-Drucker. Das können wir auch gleich mal zeigen. Unser erster Entwurf. Ja, hier. Wenn ihr mal umschaltet auf das Notebook, Kollegen. Auf das Notebook. Das war mal unser erster Entwurf. Das ist ein alter 3D-Drucker, den wir einfach auf die Seite gelegt haben, weil der nicht mehr funktionierte und es keinen Support mehr gab. Die Firma ist längst pleite und wir haben halt dieses Gestell einfach genommen, um einen XY-Roboter aufzubauen. Das Problem ist allerdings bei dieser Maschine, dass die durch den einfach geführten Treibriemen eine eher grobe Auflösung hat, die für einen 3D-Drucker noch ausreicht und eine relativ geringe Kraft, weil natürlich durch den direkten Antrieb der Schrittmotor direkt auf die Achse wirkt und da ist die Kraft nicht besonders groß, das heißt, zum Fräsen reicht das nicht mehr aus. Also zu Platinen bohren wie hier haben wir so ein paar Vorlagen gebohrt, da geht es noch, aber zum Fräsen, Schneiden und sowas ist es ein bisschen schlapp. Du hast gerade gesagt, für einen 3D-Drucker reicht es noch, da ist ja irgendwie so die Schichtdicke, die Sie ansteuern können, irgendwie was, ein halber Millimeter, Drittel Millimeter oder was ist das? Und wie genau ist dann das? Ja, die sind beim Zehntel Millimeter sind die eigentlich schon ausgereizt von einer praktischen Auflösung. Die geben zwar immer mehr an, aber eigentlich ist es ein Zehntel Millimeter. Wir sind jetzt hier bei zwischen 2 und 5 Hundertstel Millimetern. 2 Hundertstel Millimeter, wenn man die Schrittmotoren im Schrittteilung betreibt. Das heißt, das ist schon deutlich besser. Der Trick an der Maschine ist, wenn wir mal, jetzt hätte ich schon hier bald drauf gedrückt. Ja, drück mal. So, das ist das Prinzip der Maschine.
wie man ein bisschen schwer erkennen kann, arbeitet das nach einer Art Flaschenzug. Das heißt, dieser Motor hangelt sich so in Form eines Flaschenzugs auf den Führungen entlang. Und das Gleiche gilt für die, in diesem Fall die Y-Achse. Das heißt, eine Umdrehung des Motors bedeutet, dass der Schlitten sich nur in der halben, den halben Weg zurücklegt durch dieses Flaschenzugprinzip. Das heißt, ich habe durch den Flaschenzug doppelte Kraft, doppelte Auflösung. Ja. Ne? Und im Vergleich zu einem direkt angetriebenen Gerät. Ne? Und wir haben es ausprobiert. Wir haben hier einen 6 mm Treibriemen. Durch den Flaschenzug haben wir jetzt im Prinzip einen 12 mm Treibriemen von der Kraft her. Ja. Und wir haben doppelt so große Schrittmotoren von der Kraft her. Und es reicht durchaus, um den Fräser abzubrechen. Also Kraft hat die Maschine genug. Und hier steht sie jetzt etwas wackelig. Aber wenn ich sie auf einen normalen Tisch stelle und festhalte und dann anfange zu verfahren, dann schiebt sie sich selber vom Tisch. Okay. Also das Ding ist kräftig genug. Na? So, was braucht man dafür? Erstmal diese Führungen. Diese Klötze kosten ungefähr 3 Euro pro Stück. Wir brauchen 8 Stück davon. Und diese Schienen gibt es in verschiedenen Ausführungen, entweder in extra hoch oder einzeln oder doppelt. Wir haben hier die einzelnen genommen für die Seiten und die doppelte für die Mitte. Die ist im Prinzip selbsttragend, da ist also noch keine Verstärkung unter. Man könnte sich überlegen, wenn das noch ein bisschen kräftiger oder größer werden soll. Man kann das ja im Prinzip beliebig skalieren. Ja, klar. Das heißt, wenn ich da einen Meter-Verfahrweg haben will, muss ich natürlich eine Leiste oder eine Aluschiene drunter setzen, damit es da nicht wackelt. So, das sind die Bauteile. Das ist das, was wir an Werkzeug brauchen. Also jeder, der eine Standbohrmaschine zu Hause hat und ein bisschen Feinwerkzeug, wird da ohne weiteres mit in der Lage sein, das zu bauen. Was wir verwendet haben für die Grundplatte, ein Multiplex-Material, eine sogenannte Siebdruckplatte, gibt es im Baumarkt, 18 mm, ist relativ teuer, kostet Quadratmeter um die 40, 50 Euro. Aber wir brauchen nur 60 x 60 cm, also hält sich in Rahmen. Das hier ist ein sehr interessantes Material, HPL, früher als Resopal bekannt. Oh ja, ne? Das kenne ich auch noch, den gibt Namen. Gibt es in 6 mm Stärke bei Hornbach und das Zeug ist sowas von hart und widerspenstig und widerstandsfähig, dass da haben wir gedacht, statt einer Aluplatte nehmen wir dieses Zeug. Das kann jeder zu Hause auf einer normalen Bohrmaschine bohren und reicht von der Stabilität völlig aus. Das heißt, das ist die eigentliche Grundplatte? Oder? Die eigentliche Grundplatte ist natürlich dieses Multiplex. Das sieht man ja auch von der Seite sehr schön. Okay. Und diese Verbindungsteile. Ah, okay, das ist das Einzige, was man bohren muss. Das sind diese Verbindungsteile, ne, die hier an beiden Enden sitzen. Und diese Grundplatten für die Motoren. Da haben wir Pläne, da bohrt man ein paar Löcher rein, montiert die Schrauben und diese Führungen und schon hat man einen Schlitten, der sich entsprechend bewegen kann. Anzeichnen hat man früher ja so mit Messschieber und am Messklotz gemacht. Wir haben das ein bisschen vereinfacht. Man kann die Pläne ausdrucken und körnt die dann einfach durch und man hat dann das Bohrmuster auf der Platte, so wie man es braucht. Und das ist natürlich eine deutliche Vereinfachung. Ja, klar, super. So. Bohren, eine Standbohrmaschine ist allerdings vom Vorteil, vor allem wenn man diese großen Löcher machen will. Hier haben wir einen 30er Stufenbohrer. Ein großes Loch braucht man, damit der Schrittmotor da richtig reinpasst und diese Zahnriemenscheibe da versenkt werden kann. Also ein großes Loch brauchen wir, der Rest ist 6 mm oder 5 mm. Hier haben wir so diese Grundplatte, die fertig gebohrte Grundplatte. Das ist hier jetzt diese Mittelachse. Das ist die, die sieht man hier. Und das ist die Verbindungsplatte. Das ist das Einzige, was wir handwerklich machen müssen. Diese Platte zu bohren, kann im Prinzip jeder, also eigentlich geht es sogar mit dem Akkuschrauber. Ne? Das wäre sogar was für mich dann. Ja, weiß. So. Hier haben wir es schon ein bisschen fertiger. Und was wir hier gemacht haben, diese Rollen, diese Umlenkrollen, das sind eigentlich ganz normale, billige Kugellager. Die ist inzwischen im Internet für, ich glaube, wir haben 70 Cent pro Stück bezahlt. 70 Cent ein Kugellager, zwei Unterlegscheiben mit einer Federscheibe dazwischen, damit ein bisschen Abstand entsteht. Das ist ein ganz normales Kugellager für 70 Cent. Zwei Unterlegscheiben, Pfennigartikel und eine M6-Schraube durch. Und schon habe ich so eine Umlenkrolle für diesen Riemen. Und das Ganze sieht man hier auch. Hier ist nochmal die zwei Rollen und das ist etwas, das könnte vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Das ist diese Klemmung, die klemmt das ein und hält das auf dem Block fest. Das heißt,
dieser Riemen bewegt sich in Bezug auf die Grundplatte nicht. Es wird nur dieser Riemen hier jetzt durch den Motor angetrieben. Ich kann das einfach mal zeigen, indem ich den mal laufen lasse. Haben wir es gehoben? Ach so, er läuft ganz langsam, ja. Ah. Ach so, der war jetzt im Schleichmodus gerade unterwegs. Ich hab hier einen Einsteller für die Geschwindigkeit. Ich kann den stufenlos in der Geschwindigkeit einstellen. Ich kann die also von Hand verfahren. Da kommen wir aber später noch dazu. Ich erkläre noch mal kurz, was es hier geht. Hier noch mal ein paar Details. Jetzt ist er wieder weg. Ein paar Details von diesen Gleitlagern, wie sie da befestigt sind. Einfach Schraube durch. Das ist diese HPL-Risopalplatte. So, das ist die Grundplatte von der anderen Ansicht. Hier ist der Treibriemen eingeklemmt. Das gibt es als Meterware und diese beiden Stücke sind hier einfach zusammengequetscht, sodass die auf Spannung sind und von unten festgeschraubt. Das heißt, der ist nicht durchgeschraubt, sondern wirklich nur geklemmt? Der ist nur geklemmt. Okay. Und hier sind zwei Schrauben, die diesen Schlitten dann praktisch ziehen. Mhm. Die haben wir dann wichtig dabei, sorgfältig ausrichten. Wenn das ein bisschen schief steht, läuft der zwar auch, der Apparat, aber natürlich macht er so parallele Fehler. Ne, sieht dann aus wie eine Raute, was man da rauskriegt. Ja. Also das Ausrichten ist ein bisschen mühsam und man muss natürlich immer darauf achten, dass die Maschine anständig läuft hinterher noch, also nicht klemmt. Hier haben wir einen Endschalter, damit die Maschine weiß, wo sie ist, läuft sie zum Bestart einmal gegen diesen Schalter und weiß dann, sie ist am Nullpunkt angelangt. Ne? Den sieht man ja auch da vorne, ne? Sieht man da vorne. Im Original sozusagen. Ja. Hier haben wir ein Detail von der Motorplatte. Hier sitzt ein ganz normaler kleiner Schrittmotor drauf. Das ist ein NEMA 17 Motor, den es für 12 Euro im Internet gibt. Und der treibt diese gesamte Achse an und das wirklich mit einer guten Geschwindigkeit. Wir liegen hier mit einer Geschwindigkeit von 10 Meter bis 15 Meter pro Minute. Mhm. Etwa 10-mal so hoch wie eine spindelgetriebene Maschine. Es gibt ja im Internet auch inzwischen so spindelgetriebene Fräsen. Ja. Die erreichen so um die 1200, 1500 Millimeter pro Minute. Dieses hier macht 15.000. Ist also deutlich schneller. Das ist für Fräsarbeiten ist es nicht so entscheidend, aber wenn ich so Handhabungsaufgaben habe, ich will eine Platine mit Bauteilen bestücken, einem Greifer, der Bauteile nimmt und sie irgendwo ablegt, per Druckluft oder so, dann kommt es natürlich ein bisschen auf die Geschwindigkeit an. Und wenn das Ding so hin und her schleicht, wo es ja nichts zu tun hat, dann dauert das ein bisschen. Hier ist das Gerät schon fertig. Also fast fertig. Mit der Kabelführung muss ich mir noch was überlegen. Es gibt so sehr schöne Kabelketten. Das mache ich nochmal ordentlich. Ich hatte auch kein 12-poliges Kabel da, sondern nur 2x8-polig. Und die Schrittmotor-Endstufe, wie gesagt, ist aus diesem alten 3D-Drucker. Und hier ist noch so ein Prototyp, eine Art Arduino, der jetzt praktisch die Bahnsteuerung erledigt. Dem sage ich also ganz einfach im Klartext X100, Y50. Mhm. Und dann Enter und dann bewegt er sich genau dahin. Hm? Du hast jetzt gesagt, das ist ein alter, ausgeschlachteter 3D-Drucker. Muss ich jetzt einen alten 3D-Drucker kaufen? Nein, wir wollten diese Endstufe nicht wegwerfen. Es gibt solche Dinger natürlich auch fertig zu kaufen. Die sind gar nicht mehr teuer. Liegen so zwischen 40, 50 Euro für eine 3-Kanal-Endstufe, 4-Kanal-Endstufe vielleicht 10 Euro mehr. Die reichen dann noch völlig aus, wenn sie 2 Ampere Strom liefern können, weil die Motoren haben ja durch diesen leichten Treibriemenantrieb nicht so richtig viel zu tun. Okay. So, wir haben hier ein paar Beispiele mal angebracht. Das hier ist ein Laserkopf mit einem 2 Watt blauen Laser, den der Kollege Bachfeld gespendet hatte. Schönen Dank dafür, falls er mich sieht. Ist jetzt weg oder was? Ja. Der wird direkt von der Schrittmotorelektronik angesteuert, schaltet sich also zum richtigen Zeitpunkt ein und aus. Ist das der hier zufällig? Das ist der hier, ja. Das ist der hier. So groß ist das. Unten erkennt man die Linse. Führen wir hier jetzt nicht vor, weil kriegen wir Mecker. So, und ein anderes Beispiel wäre jetzt... Ach nee, da sind wir wieder. Hier in diesem Fall haben wir eine Bohrmaschine zum Platinenbohren. Die eignet sich auch für leichte Modellbau- und Frontplattenfräsarbeiten. Also ein 2 mm Fräser kriegt die noch bewegt. Das ist so ein ganz normaler Proxon-Motor. Der macht um die 20.000 Umdrehungen. Das ist ein bisschen knapp fürs Platinenbohren oder Fräsen, aber es geht eigentlich. Gut, wer eine Maschine hat, die 30.000 oder mehr läuft, weil da kriegt man wirklich super Ergebnisse mit hin. Und da ist auch die Kraft, die man braucht, nicht so richtig groß.
So, da wären wir wieder. So, die Bildregie kann jetzt wieder auf uns umschalten oder auf das. Ja, mal sehen, ob sie es gehört haben. Aber wir sind ja sowieso irgendwo anders, sind wir noch zu sehen. Ah ja, okay, anders, das ist jetzt das Live-Bild wieder. Ja, sieht nicht Live-Bild. So aus, ist es aber wirklich. Das Live-Bild. Und ich zeige mal, was ich heute Nacht um 2 Uhr fertig gekriegt habe. Das ist diese Steuerung. Das ist aber nicht in den 500 Euro mit drin. Das ist jetzt noch nicht in den 500 Euro mit drin. Es ist hier drin aber nicht groß was enthalten. Es sind ein paar Taster und ein paar Leuchtdioden. Da ist keine große Elektronik mehr drin. Ein solches Display kriegt man inzwischen auch für 3 Euro. Ja, und das Einzige, was ein bisschen teurer ist, ist dieses Handrad, wo ich also die Maschine von Hand verfahren kann. Ich zeige das gleich nochmal live. Wenn ich den hier umschalte auf schnell und ich drehe hier dran, sieht man, wie die Maschine sich bewegt. Ja, und ich kann die Achse, die es steuert, umschalten. Das ist jetzt quasi Ersatz für den Steuercomputer. Das ist, wenn man was von Hand fräsen will. Man will ja manchmal nur einen Schlitz oder ein Rechteck oder einen Kreis irgendwo reinfräsen. Und dann ist so eine Handsteuerung, damit ich das von Hand machen kann und ich nicht jedes Mal den Computer anwerfen muss, natürlich vom Vorteil. Und beim Kreis hätte ich jetzt gedacht, dass es nicht so leicht ist per Hand, aber gut. Ja, Kreis ist jetzt auch ein dämliches Beispiel. So, ich zeige mal, dass man das erstmal ganz wunderbar von Hand verfahren kann. Und wichtig ist ja immer bei so einem Apparat, dass man ein Werkstück Nullpunkt definieren kann. Das kann man mit dem Computer machen, indem man auf den Bildschirm guckt und gleichzeitig auf die Maschine schielt und mit der Maus dahin zielt und dann guckt, ist der da und dann ist er doch daneben gegangen. Hier ist es sehr schön, dass ich mit der Steuerung direkt ans Gerät gehen kann. Und dann kann ich sehen... Soll ich irgendwas halten, Carsten? Dein Mikro? Halten wir das Mikro, ja. Dann führe ich die Maschine einfach dahin, wo sie anfangen soll. Z runter. So. So, bin ich unten? Ja, sieht ganz gut aus. Bisschen kann er doch. Hier haben wir einen ganz normalen Stift eingesetzt, einen Kugelschreiberstift, weil das hielt die Messeleitung hier für ungefährlich. So, und wenn ich da bin und ich sage, da fängt mein Werkstück an, dann drücke ich einfach auf den Knopf und dann springt der hier oben auf 0. Das heißt, das ist mein Werkstück Nullpunkt. Ich kann auch die Achseln einzeln nullen und dann kann ich jede beliebige G-Code-Datei, die von einem CAM-Programm erzeugt wurde, oder also eine Zeichnung umgesetzt in diese Maschinenbefehle, gehe nach Punkt XY in der Geschwindigkeit, gehe nach Z in der Geschwindigkeit. Das macht die Maschine dann automatisch. Im Prinzip reicht als Zuspieler, der diese Daten liefert, damit die Maschine irgendetwas macht, reicht so ein kleiner Arduino. Ich zeige den hier mal. Das ist ein Arduino mit so einem SD-Karten-Shield. Der liest jetzt die Datei von der SD-Karte und übermittelt der Maschine jetzt praktisch nur noch diese XY-Befehle, diesen sogenannten G-Code. Und wenn ich meinen Nullpunkt eingestellt habe, das habe ich ja jetzt hier, dann drücke ich hier auf den Knopf und hoffentlich... Fällt die Maschine nicht vom Ständer. Passiert ja, jetzt schön. Nichts ungewöhnlich Schlechtes. So. Ist immerhin live, ne? Ja, da passieren immer komische Sachen. Oh, es passiert was. So, und wie wir sehen, irgendwas malt der Apparat jetzt. Ich hatte vorhin das Problem. Was, ich. Ja, es schreibt was. Oh, das wackelt ja wohl. Ja, ich halte es lieber fest. Der Apparat schreibt was. Und statt schreiben könnte er natürlich auch lasern oder Folien plotten mit so einem Schneidemesser. Oder statt dieser Bahn natürlich auch Bohrlöcher machen. Und ja, das Schöne daran ist, sie ist wirklich schnell, was diese Zwischenbewegungen angeht. Das heißt, von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Beim Fräsen kann ich ja eine Geschwindigkeit nicht überschreiten, die vom Werkstück abhängt, von dem Werkzeug. Aber beim Verfahren, von einem Bohrloch zum anderen zu gelangen, wenn das nur mit 1000 Millimeter pro Minute passiert, dann wartet man ewig. Und hier geht es halt sehr, sehr schnell. Sowas gehört doch eigentlich in jedes FabLab, oder? Also eigentlich gehört so ein Gerät in jedes FabLab. Ich finde das total unglaublich. Das war ja auch unsere Intention, ein Gerät zu machen, was so preiswert ist, dass es sich auch ein kleineres FabLab leisten kann und was von der Steuerung auch so einfach zu bedienen ist, dass man praktisch nur noch einen USB-Stick mit dieser Datei oder eine SD-Karte reinstecken muss, einmal den Nullpunkt suchen und dann auf den Knopf drücken. Man kann natürlich auch
statt dieses kleinen Arduinos hier, der jetzt gerade hier diese Datei rüberspielt, auch einen Computer anschließen. Das heißt, diese Steuerung mit einem sehr, sehr luxuriösen Programm auf dem PC ablaufen lassen. Das hat natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten als das, was der jetzt macht. Der kann nur sein Vorgegebenes, was einmal auf der Karte ist, abspielen. Am Computer kann ich jetzt noch interaktiv sagen, gut, ich möchte jetzt dieses Bohrloch als Nullpunkt haben und setze mir die Kameraposition. Ich habe auch noch eine Kamera da drauf, wo der denn die Bohrlöcher angucken kann und sagen, oh, da ist die Ecke von dem Werkstück, da ist die Ecke von dem Werkstück. Ach, ist das deine Unterschrift? Ja, und zwar die Originalunterschrift, die im Heft immer abgedruckt ist. Ach, die? Oder die früher im Heft die abgedruckt war. Okay, die Editorial-Unterschrift sozusagen. Die Editorial-Unterschrift. Okay. Damit kann man keine Waschmaschinen kaufen, vermute ich. Nee, das ist zumindest nicht auf deinen Namen. So. Ja, sehr schön. So, und damit ist das Gerät eigentlich schon fast erklärt. Dieser Kasten, den ich gestern noch zusammengebaut habe, da ist... sind eigentlich nur Taster angeschlossen, sind ein paar billige TTL, also CMOS-Bausteine inzwischen drin für 30 Cent das Stück. Also es ist überhaupt nichts von der Elektronik her. Es ist keine eigene Intelligenz, wenn wir jetzt von dem Display mal absehen, ist keine eigene Intelligenz mehr da. Wir müssen auch das Handrad, was jetzt ein teurer Bestandteil ist, das kostet, hatte ich es für 19 Euro. Mhm. Man kann aber auch 49 für ausgeben und man kann auch 349 für ausgeben, je nachdem, wo man es kauft. Wer das Handrad nicht braucht, es gibt hier auch einfach eine Cursor-Taste, mit dem ich das Gerät auch steuern kann. Ne? Genauso das gleiche für die Z-Achse. Ich kann die Geschwindigkeit einstellen, ich kann Nullpunkte hiermit festlegen, wenn ich sehe, aha, ich bin da, den drücke ich einfach da drauf. Und ich kann die Maschine, falls sie sich verlaufen haben sollte, nehmen wir an, ich habe was in der Gegend liegen lassen. Ah, okay. Etwas Stabiles, dass die Maschine zum Stopp kommt und hat dann Schritte verloren, dann kann ich sie wieder auf Null setzen, also den Home rauf. Man sieht hier, dass sie sehr schön an die, ich mache das nochmal, damit man es auch schön sieht, wenn die jetzt irgendwo ist. Z unten mal runter. Meinetwegen, da hat sie sich verlaufen und ich will den jetzt wieder auf Null kriegen, drücke ich hier einfach auf Home. Dann sucht er sich diese Schalter und fährt dann zurück auf... Und fährt den einen Millimeter zurück. Und das ist jetzt erstmal sein bekannter Punkt. Ist nicht das Werkstück Nullpunkt, aber es ist erstmal ein bekannter Punkt für die Maschine. Es kann ja sein, dass ich mit meinem Kopf, mit meinem Bestückungskopf jetzt ein Bauteil aufnehmen will. Das liegt natürlich nicht dort, wo das Werkstück ist, sondern an einer festgelegten Position. Ja. Ne? Und dann muss ich wissen, wo die Maschine ist, damit ich hier... X250, Y10, da liegt jetzt mein Bauteil, da muss er dann hinfahren. Das ist jetzt unabhängig von dem Werkstück. Also diese feste Position muss er wissen. Es funktioniert auch ohne, man kann diese Schalter auch weglassen, indem man einfach sagt, da ist jetzt einfach mein Nullpunkt, aber er kann dann halt keine festen Positionen anfahren. Beispielsweise eine Parkposition, damit ich mein Werkstück wieder entnehmen kann oder sowas. Ja, das haben wir so in den letzten Wochen gebaut. Mit sehr viel Freude. Und der erste Teil ist auch schon erschienen, hier in dieser Ausgabe. Was heißt jetzt der erste Teil? Ist das so wie so ein Sammelalbum, wie De Agostino? Das ist erste Teil Panini-Sammelbildchen. Bekommen Sie für 1 Euro und das ist dann die erste Umlenkrolle drin. Und der Rest drin. Wird dann richtig teuer. Genau. Nee, ich verspreche, der Rest wird genauso teuer. Okay. Im ersten Teil haben wir jetzt die Mechanik. Das würde einfach zu umfangreich sein, das in einem Heft zu bringen. Es gibt ja auch Leser, die das nicht interessiert, die sich lieber was anderes angucken. Das kann natürlich eigentlich gar nicht sein, aber... Doch, das kann schon sein. ich sag mal, wer so das Potenzial einer solchen Maschine erkannt hat, der wird sich auch drüber freuen über diese Bauanleitung. Der wird vielleicht auch noch einen Monat warten können. Das nächste Heft ist in 2 Wochen, 3 Wochen wieder da. Das dann nachzubauen. Mhm. Es braucht ja auch so ein bisschen, man hat ja nicht jedes Wochenende dafür Zeit und möglicherweise ist denn das eine oder andere Bauteil noch nicht da oder man hat diese Zahnriemenräder noch nicht gekriegt und deswegen ein Heft, wollten wir sagen, nicht über 10 bis 12 Seiten und in diesem ersten Teil, den haben wir jetzt über 10 Seiten beschrieben, wie man die Maschine baut, die Pläne für die Maschine gibt es online. Mhm. Wer möchte,
kann sich ein Programm kostenlos downloaden, mit dem man sich diese Pläne auch noch selber verändern kann. Okay. Das heißt, ich kann diese Maschine noch nach eigenen Bedürfnissen vergrößern, verkleinern und selber den Plan machen und mir selber die Maschine noch nach eigenen Bedürfnissen anpassen. Aber wer das nicht will, wir haben viele Leute, die sich beschwert haben, na, ich habe doch einen Linux-Computer und ich kann das gar nicht. Die sind ja immer so ein bisschen lamoyant, die Linux-User. Die darf man nicht verprellen. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Sind noch alle, wir hatten noch nichts. Ja, bei mir kommt kein Windows-PC ins Haus. Wir haben die Jungs ja alle im Forum. Und deswegen, man muss das nicht. Man kann auch ganz normal sich die Pläne mit dem Drucker, das sind PDFs, ausdrucken. Dann hat man das, diese Bohrvorlagen und mehr muss man eigentlich nicht haben. Wenn ich die Maschine jetzt größer haben möchte, dann, mein Gott, dann mache ich halt diese Schienen nicht 600 oder 500 Millimeter lang, sondern einen Meter lang. Mhm. Dafür muss ich aber nicht die Konstruktion der Maschine an sich ändern. Nee, das reicht, wenn man diese Konstruktionspläne der einzelnen Verbindungsbauteile hat. Ne? Und das ist das, was es gibt. Wir haben vor, diese Geschichte, diese Steuerungsgeschichte, die im Unterschied zu vielen anderen Steuerungen für 3D-Drucker sehr viel kräftiger ist. Bei 3D-Druckern hat man oft einen Motorstrom, der nicht über 1,5 oder 1,2 Ampere geht. Das heißt, das ist ein bisschen knapp für die Masse, die das Gerät bewegen muss. Also eine 2 Ampere Endstufe wäre schon okay. Wir haben dafür extra eine Steuerung entworfen, die ein bisschen luxuriöser ist als diese normalen Arduino-Geschichten, wo man halt solch ein Bedienfeld nicht anschließen kann. Ja. Ne? Das Bedienfeld mit diesen vielen Tastern wird erst durch einen größeren Prozessor möglich, weil auf dem Arduino, da ist erstmal vom Speicherplatz nicht mehr viel Platz, nicht mehr genügend Platz und auch von den Anschlussbeinchen, die das Ding hat. Das kann also nicht noch mehr Taster, als es gerade hat, ansteuern. Deswegen, da ist ein größerer Prozessor drauf, läuft im Prinzip mit der gleichen Entwicklungsumgebung. Man kann das mit dem Arduino, mit der Arduino-Entwicklungsumgebung kompilieren, das Paket, und sich auch auf die eigene Maschine anpassen. Wenn ich also jetzt Spezialfunktionen brauche für eine Bestückung, dass dieser Kopf nicht sich um 360, sondern um 2 Umdrehungen macht, dann kann ich das noch entsprechend anpassen. Ich kann die Software auch mit dem Computer konfigurieren. Das heißt, die muss ja wissen, wie weit fahre ich, wenn ich jetzt eine Umdrehung mit dem Schrittmotor gemacht habe. Das heißt, 200 oder 400 oder 800 Schritte hat der gekriegt. Dann muss der wissen, wie weit bin ich in dem Fall gefahren. Mhm. Das kann man alles mit der Software einstellen und zwar online direkt am Computer. Wenn man das einmal gemacht hat, ist das Gerät im Prinzip autark und ich kann es ganz alleine und unabhängig von dem Computer verwenden. Aber wie gesagt, Anschluss am Computer ist immer möglich. Ich brauche nur eine serielle Schnittstelle oder so ein USB-Seriell-Kabel, ne? Und schon kann ich mit einem ganz normalen Terminal-Programm dem sagen, gehe nach X100Y50 und dann macht er das. Ja. Ne? Du hast jetzt eben gesagt, ein luxuriöseres Board, also luxuriöser als ein Arduino. Das heißt, das wird es dann auch als das Bauplan Bestückungsliste bei euch geben? Ja, oder das wie gibt läuft das? In der, das ist das Projekt für die nächste Ausgabe, also die 2017. Da beschreiben wir, wie man dieses Board baut und wie man sich ein solches Bedienfeld fertigt. Ja. Ne? Was jetzt kein großes Geheimnis ist, da sind halt nur ein paar, was ich eben sagte, nur ein paar Taster drin. Wir machen die Vorlagen auch, geben die Vorlagen auch raus, also auch für diese Frontplatte, damit man sich die meinetwegen im FabLab lasern lassen kann, wer so einen Laserplotter hat. Und die Platine wird es, da sind wir noch so ein bisschen am Verhandeln im Moment, als Bausatz geben. Es ist inzwischen so viel da drauf, dass vieles in SMD ausgeführt ist. Und manche Leute mögen das nicht. Ach Mensch, ich habe zwei linke Hände, so ein Draht reinlöten, das geht gerade noch. Es gibt es als Bausatz, wo die SMD-Bauteile schon alle drauf sind. Und man steckt da nur durch Steckverbinder noch rein. Und das ist grobe Technik. Das geht schon fast mit einem Klempnerkolben. Okay. Und die Software hast du eben noch erwähnt, die gibt es bei euch dann zum Download dafür. Ja. Und das war aber jetzt, die ist nur das für Windows. Hatte ich das richtig verstanden? Nein, das Gerät ist natürlich völlig geräteunabhängig. Ob man das mit Linux ansteuert oder mit Windows oder mit was auch immer, auch ein Raspberry Pi geht da sicherlich für.
weil es ja wirklich nur eine serielle Schnittstelle braucht oder eine USB-serielle Schnittstelle. Achso, okay, das heißt... Ne? Das geht immer. Das, du konfigurierst ist, dann sozusagen nur das, ja, dieses ja. Board dann, ne? In der Alles, Form. Alles, wo man ein Arduino drauf kompilieren kann, ist als Plattform geeignet. Also natürlich auch Linux und sogar Macintosh. Sogar Mac. Ja. Ja, also die Platine wird es als Bausatz geben. Preis wissen wir noch nicht so richtig, sicherlich aber im unteren zweistelligen Bereich. Schätze ich mal vorsichtig, je nachdem. Das Schöne daran ist, vielleicht sieht man das hier. Nein, man sieht es nicht. Ich muss das kriegen. Da ist was im Weg ausgerechnet. Es ist im Weg. Ich fahre das mal weg. Man sieht hier hinten, ist so eine Erweiterungskarte. Wir haben uns gedacht, nicht jeder nimmt so eine chinesische Schrittmotorkarte, weil man das vielleicht gar nicht braucht, sondern was vorhanden ist, was man schon rumliegen hat, beispielsweise diese kleinen Module, die es für die 3D-Drucker gibt, kostet, glaube ich, 1-2 Euro oder sowas. Wenn man da die etwas besseren kauft, reichen die für die Schrittmotoren auch gerade so aus. Das heißt, man kommt mit so einer kleinen Adapterplatine, die wir dann auch mitliefern oder die in dem Plan mit drin ist, kommt man mit solchen kleinen Endstufen für alle Achsen aus. Wir haben jetzt diese hier da, nur für die C-Achse, weil die nicht viel zu tun hat. Und die großen Achsen laufen über die alte Endstufe. Im Prinzip lassen sich aber auch alle Achsen über diese kleinen Dinger betreiben, sind allerdings dann nicht so kräftig und möglicherweise erreicht man die 15 Meter pro Minute damit nicht, sondern nur 8 oder 7. Wäre immer noch schneller. Ist aber immer noch schnell. Ich wollte sagen. Ja, und jetzt, weil du vorhin so ein Beiläufig gesagt hast, damit hast du dich die letzten Wochen beschäftigt. Wie lange oder wann, wie soll ich das sagen, ohne jetzt, das macht man nicht in ein paar Wochen. Sagen wir es mal so, also doch. Doch. Okay. Doch. Okay, doch. Macht man in ein paar Wochen, hätte ich jetzt nicht gedacht, doch. Aber... Man darf natürlich nicht verheiratet sein. Okay. Und die Kinder sollten aus dem Haus sein. Okay, das andere verlängert das alles ein bisschen, ja? Verstehe ich das richtig? Braucht ein bisschen länger. Vor allem, es ist ja selbst konstruiert und selbst ausprobiert. Ne? Wenn ich das jetzt nachbaue, geht das natürlich schneller. Ja. Aber ich musste natürlich die Erfahrung machen, manche Dinge funktionierten einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir hatten eine spindelgetriebene Version beispielsweise, die auf diesen... Y-Achsen und X-Achsen, auf der X-Achse war es kein Problem, auf dieser Y-Achse mit zwei Spindeln arbeitet, die parallel betrieben wurden. Ne? Ist dann natürlich sehr viel kräftiger, natürlich langsamer, aber kräftiger und stabiler. Hat aber das Problem, wenn ich hier zwei Schrittmotoren habe auf jeder Seite, die müssen absolut synchron laufen. Ansonsten und wenn das Ding sich, beim Einschalten, der eine bewegt sich einen Schritt zurück, der andere einen Schritt vorwärts, weil er nicht weiß, wo er hin soll, dann habe ich das Problem, dass nach 10-mal Einschalten das Ding sich so verdreht und verkantet hat, dass es nicht mehr läuft. Ging also nicht. Dann war eine Konstruktion mit Zahnriemen, Rädern statt der Spindeln oder der Zwei-Schritt-Motoren mit einem Schrittmotor, aber war alles viel zu aufwendig. Wir haben wieder auf dieses Prinzip mit dieser Flaschenzugsteuerung zurückgegriffen. Wir hatten vor Jahren ja schon diese Holzfräse, die CT-Hex-Sperrholzfräse. Die arbeitete da damals genauso. Das war vor 2 oder 3 Jahren. Hatte aber eine aufwendige Konstruktion mit den chinesischen Linearführungen, die teurer sind. Ne? Und die für so eine kleine Maschine ja auch gar nicht gebraucht werden. Ich habe ja hier keine industrielle Maschine vor mir, die hier 8 Stunden am Tag hier die Frästeile machen soll, sondern ich will mal eine Frontplatte machen, eine Platine fräsen oder ein Modellbauteil ausschneiden oder was auch immer auslasern. Und dafür reicht so eine leichte Konstruktion ja hin. Ja, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, du hast jetzt, eigentlich hast du in 25 Minuten, glaube ich, die ganze Maschine erklärt. Ja. Nachbauen kann man sie wahrscheinlich deswegen noch nicht direkt, aber weiß nicht, gibt es eventuell Fragen, Anmerkungen? Vielleicht die älteren Herrschaften kennen noch diese wunderbare Sendung Zugeschaut und mitgebaut mit Helmut Scheuer, diesen glatzköpfigen Tischler, der auf dem zweiten Sonntagnachmittag um 2 in 10 Minuten vom Kinderwagen bis zum Vogelhäuschen alles zusammengebaut hat. So haben wir es eben auch probiert. Ja, genau. Hat 20 Minuten gedauert, ging aber auch ein bisschen mehr. Das Zusammenbauen, Sie sollten schon 3-4 Wochenenden einplanen. Ja? Gibt es Fragen da hinten? Oh, jetzt haben wir das Problem, dass du das Handmikro hast. Du musst hinterherlaufen. Ich bin hier gefesselt. Wie sieht das aus mit der Befestigung vom Werkstück? Gute Frage. Aha. Wie sieht das aus mit der Befestigung des Werkstücks? Ein Tesafilmstreifen offensichtlich. In diesem Fall Tesafilm genommen.
Nein, wir hatten einen extra Beitrag zum Thema Spanntechnik vor 2 oder 3 Ausgaben. Also vom Flachschraubstock bis über Spaxschrauben, wo ich das einfach mit festtacker, über pneumatische Betätigungen. Also wir haben einen Artikel darüber gemacht, der, müsste ich jetzt lügen, in welcher Ausgabe das war. Es ja. ist ein halbes Jahr, sowas in der Größenordnung her. Knapp vorm Abo, das ist ein... Ja, also kann sich nur um ein Heft oder 2 Hefte vorhandeln. Hm? Aber das heißt, wenn ich Platinen fräsen will, wenn ich irgendwie Sperrholz lasern will oder sonst was, dann habe ich ja die Möglichkeit, es irgendwie zu fixieren. Tatsächlich, also ja, jetzt nicht mit Tesafilm vielleicht, aber... Ich habe ganz einfach immer Folgendes gemacht. Ich habe mir einen Winkel, einen Stuhlwinkel nennt sich das, im Baumarkt besorgt. Mhm. Das ist ein Winkel, der über 90 Grad geht. Und da kann man schon mal in 2 Richtungen was gegenschieben. Dann ist das ja. schon mal relativ fixiert. Wenn man das ein bisschen anfeilt, dass es ein bisschen schräg ist, kriegt man auch flache Bauteile da drunten so ein bisschen runtergeklemmt und geschoben. Und auf der anderen Seite nehme ich einfach eine sogenannte Spannpratze. Das ist ein kleines Stück Metall. Es reicht im Prinzip eine Unterlegscheibe, wo ich das Ding mit festklemme. Ne? Das ist im Prinzip aber eine gute Frage, weil natürlich je nachdem, was ich dafür verwende, kann es natürlich sein, dass das im Weg ist, was ich da verwende. Also es sollte schon relativ flach bauen und ich muss die Maschine natürlich so einstellen von meiner Steuerung her, dass sie nicht aus Versehen über die Befestigung drüber rauscht und den Fräser abbricht. Ja. Ne? Sonst noch eine Frage? Fragen? Keine? Ja. Doch, da hinten. Die Artikelserie, ist die auf 2 Teile ausgelegt oder habt ihr noch mehr vor? Nein, wir haben noch mehr vor. Kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe und was mir noch so alles einfällt. So ein Gerät ist ja manchmal aus der Notwendigkeit heraus geboren und ich hatte das Problem, dass ich oft Platinen selber ätze oder selber fräsen möchte und die mussten vorher von Hand gebohrt werden. Und bei ungefähr 350 Löchern pro Platine ist das eine ganz mühsame Angelegenheit. Da man die Daten aber hat, kann man die einfach der Maschine übermitteln und die bohrt einem diese Platine. Das war die erste Idee. Deswegen habe ich da mal mit angefangen, auch mit diesem ersten Entwurf. Was jetzt ansteht, ist SMD-Platinen bestücken. Und da bin ich noch am Überlegen, wie kann die Maschine das auf möglichst einfache Art und Weise machen. Also ich will ja kein industrielles Gerät, wie gesagt, dafür ist es nicht da, sondern ein Gerät, was mir mal eine Kleinserie von 10 Platinen bestücken kann. Die lege ich selber ein und ich schiebe notfalls auch die Bauteile selber nach. Das heißt, die kommen ja auf so Streifen. Und wenn der Streifen leer ist, muss ich halt einen neuen einlegen. Ne? Da wird also nichts automatisiert, aber es ist, nimmt mir die Arbeit ab, diese vielen hunderten von kleinen Kondensatoren exakt auf so eine Platine und Widerstände auf so eine Platine zu positionieren. Und das ist das nächste größere Vorhaben. Mhm. Dann wollen wir natürlich noch beschreiben, wie baut man eine solche Z-Achse. Das ist hier jetzt in diesem Artikel nicht mit drin, weil wir erstmal diese grundsätzliche Positioniereinheit machen wollten. Wir bauen jetzt also im nächsten Heft noch die Z-Achse, wir bauen die Steuerung, wir zeigen, wie man diese Taster anschließt und so ein Handrad und so ein Joystick, dass man die Maschine von Hand verfahren kann. Wir zeigen, wie man diese Endschalter anschließt und wie man das Ganze verdrahtet. Das wird jetzt genügend Material für die nächste Ausgabe werden. Und alles, was danach kommt, wie steuert man so einen Laser am besten an? Wie feilt man, schnitzt man sich einen Halter für diese Schneidmesser zurecht und so weiter? Mhm. Es ist ein Evolving Project. Evolving Project. Ne? Ja, spannend. Ja, das wird wahrscheinlich in den nächsten Ausgaben der Fall sein und sicherlich sich über das ganze Jahr hinziehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe übrigens tatsächlich jetzt mal geschafft, auch ins Internet zu gucken, bei YouTube, beim Chat, genau. Also erstmal sagt Thomas Stolt, ein echt geiles Teil, Respekt, ne? Das geht an dich, denke ich mal. Er sagt, leider hat er keine Zeit dafür, hat noch 15 angefangene Projekte. Vielleicht sollte er einfach die 15 angefangenen Projekte durch dieses ersetzen. Scheint mir ganz lohnenswert, weil immerhin kannst du ganz viele verschiedene Sachen damit machen. Und Jörg West fragt, ob das wohl auch mit dem Raspi geht. Bestimmt, oder? Gibt es irgendwas, was nicht mit Raspi geht? Ja. Ich wüsste nicht, was damit nicht ginge. Kommt so ein bisschen auf die eigenen Programmierfähigkeiten an. Ich habe kein Programm für den Raspi.
um ein Programm, was jetzt auf SD oder USB, SD-Karte ist oder auf USB, dem zu übermitteln. Das ist aber im Prinzip nur, ich lese eine Datei aus, nehme eine Zeile, XY da und da, und schicke die dem Ding und warte auf ein Okay. Und wenn der ein Okay zurückkriegt, dann weiß er, aha, die Bewegung ist angenommen, die ist vielleicht noch nicht fertig, aber das Gerät hat sie angenommen, ich kann die nächste schicken. Das ist ja ein ganz einfaches Schiebe- und Geben- und Nehmen-Protokoll. Ein Geben- und Nehmen-Protokoll, sehr schön. Und das Ganze im Klartext, also man muss da keine Maschinenbefehle schicken, sondern man gibt, gibt der Platine im Klartext die Position. Und diese G-Code-Dateien sind ja so oft, du kennst es ja noch von den 3D-Druckern, die sind ja eigentlich menschenlesbar. Ja. Ne? Für eine Maschine gedacht, aber von Menschen lesbar. Ne? Haben wir noch Fragen? Hier fragen oder begeisterte Zustimmungen? Johannes grüßt uns. Also der aus der Technik. Ach so, hier sehr schön, Capellino schreibt, weil wir es vorhin mit der Unterschrift davon hier hatten, automatischer Unterschriftenfälscher für Zeugnisse und Ähnliches. Ja, kann man vielleicht auch seine ganzen Rechnungen automatisch mit abzeichnen, obwohl das ja, mit dem Einspannen, dann brauchst du noch sozusagen einen Papiernachschub. Dann kannst du das sehr praktisch machen. Der kann das zwar sehr schön schreiben und fast auch genauso schnell wie ich, allerdings das Mühsame daran ist, diesen Schriftzug zu digitalisieren. Das heißt, ich muss den ja einscannen und dann in einen Vektorzug verwandeln. Und bis das so richtig schön ist, ist man ein bisschen dabei. Gibt es bestimmt tolle Software für. Gibt es bestimmt. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn hier keine Fragen mehr wären, aus dem Internet, die Hinweise haben wir gerade angesprochen. Jetzt kommen da noch welche, wobei der Johannes jetzt da gerade schreibt. Endlich guckt mal jemand in Chat. Ja, ja, ja. Alles gut. Wenn keine anderen Fragen mehr sind und Sie vielleicht noch mal gerade gucken wollen. Noch haben wir ein paar Minuten Zeit. Ich weiß nicht, wie schnell Carsten das wieder abbaut. Ich würde sagen, erstmal danke. Danke fürs Zuschauen und darauf hinweisen, dass es gleich um Drohnen geht. Vor allem um die rechtliche Seite von Drohnen. Da geht es um die Frage, fliegende Hightech oder rechtliches Risiko. Zusammen mit unserem Jörg Heidrich, dem Justiziar, und zwei Gästen. Und später geht es noch um Docker. Die Heise Show an sich kommt auch noch in der Heise Show XXL und um 17 Uhr Jeopardy spielen. Hat der letztes Mal mitgemacht? Ich glaube, da sitzt jemand, der das letzte Mal mitgemacht hat. Kann er sich nochmal versuchen. Ja, ansonsten Dankeschön und bis gleich. Tschüss.